Hallo Leute und herzlich willkommen. Wie ich versprochen habe, glaube ich, bei 20 Likes mache ich direkt heute ein Let's Play mit Bello. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr ihn jetzt hört, aber ich glaube, ihr werdet ihn sehr selten in den nächsten Let's Plays hören. Ihr habt in Season 2 und wir werden gemeinsam im Multiplayer schauen, wie weit es ist. Ihr habt keinen Namen in die Kommentare geschrieben bei Level 5 halt. Deswegen lassen wir es mal so stehen und werden jetzt Bello folgen. Wie gesagt, Leute, ich zeig doch nicht, wie unsere Clanbude aussieht, weil sonst niemand mitmachen will. Das ist auf jeden Fall eine Burg, das kann ich sagen. Und ja. Wir gehen jetzt mal rein. Auf jeden Fall werden wir sehr viele Let's Plays machen. Also das heißt jetzt, zusammen halt immer als Löwe kommen und sowas. Wir werden zum Elefanten gehen. Ja, aber ich glaube, das wird nicht gut enden. Aber leider müssen wir es machen anscheinend, wenn es das Spiel nicht erlaubt, was anderes zu machen. Ja, mit dem hat immer beide die gleichen Aufgaben. Das gefällt mir. Wir öffnen jetzt auch beide kurz eine Chest. Und yep. Ich habe alles hochgelevelt, er auch. Er ist schon Level 42. Und ja. Das finde ich sehr nice, als Löwe hier sogar auch zu spielen. Ich zeige kurz, wie Bello aussieht. Als Löwe. Als Junge schaut halt so aus. Ich bin extra Mädchen geworden. Wenn ihr wollt, sind beide mal Junge spielen. Keine Ahnung. Mähne ist es halt, hat er halt rote Mähne. Oder sowas. Ja, weil wirklich gleichen Aufgaben. Wieso? Wisst ihr noch, wo ich gestern die Rechtsaufgaben gemacht habe? Bin verwirrt. Okay, dann ist Bello doch eine Aufgabe höher als ich. So ein Glückspilz. Weil gestern habe ich die doch gemacht. Voll komisch. Oder? Gestern? Was war überhaupt gestern? Reaktion über das Update war gestern. Aber ich war nicht mal Level 5 dann. Doch. Aber ich hab doch die Aufgaben gemacht. Und hab sogar das Geld verdient. Das weiß ich doch. Das weiß ich doch. Ich komme nicht weiter in diesem Update. Aber okay, Leute. Ich versuche es dann noch einmal offscreen. Dann machen wir halt beide halt die Aufgaben. Da hinten ist doch eine Giraffe. Die wird sich sehr gut freuen, wenn wir beide jetzt umbringen. Okay, dann ist es halt ein Video, wo wir einfach gemeinsam zocken und uns leveln. Ich muss aber essen. Aber ich weiß doch, gestern war ich doch Level 10 sogar. Okay, egal. Da habe ich mich verwechselt. Vielleicht habe ich es nur auf diesem Gerät gemacht. Sehr verwirrend. Dann demarkieren wir mal den Boss. Und schauen uns mal hier um. Wenn ich einmal einen Gegner sehe, sieht man immer weiter einen Gegner. Aber wenn man zwei Gegner sieht, wenn man zu zweit irgendwo hinrennt, dann kann es wahrscheinlich sein, dass man immer einen Gegner nacheinander sieht. Zum Beispiel jetzt ist ja ein Zebra für seine Aufgabe. Achso, nein, Blödsinn, die wollten wir auch für die Aufgabe machen. Dann habe ich doch nicht gemacht. Ich bin verwirrt. Auf jeden Fall muss ich jetzt gleich die Aufgaben machen. Es ist 12 Uhr in 10 Stunden. Das ist dann schon 22 Uhr. Muss ich wieder online kommen. Ja, okay, Leute. Das werden wir ihn im Leben schaffen, da aufzuholen. Aber dann
Also Leute, die Let's Play jetzt 10 Minuten oder länger haben, werden jetzt nochmal das Maximum lenken. Irgendwas habe ich gemacht. Ich habe, glaube ich, heruntergeladen oder sowas. Die Daten. Und ihr seht, ich bin richtig, richtig schwach. Und Bella einfach das Gegenteil irgendwie. Bello hat so Glück. Oh. Neben uns ist eine Gazelle. Für mich ist sie hier. Aber er sieht sie nicht. Und mir lädt die Gazelle auch. Egal. Dann können wir mal die Zebras da angreifen. Dabei level ich mich durch kurz ab. Ein bisschen mehr sammeln. Also. Und wie ich jetzt filme, zum 10. Mal. Ich drücke einfach auf Screenshot Aufnahme. Halt auf Aufhalten und Lautstärke gleichzeitig. Und wenn man ein Foto machen will, auf Ausschalten und Leisern. Ja, ich habe ein geiles Handy, aber es ist schon aus. Sollte ich schon bedenken. Ja. Und ich bin Level 7, kann direkt weitermachen mit dem Drücken. Genau. Bello hat einfach nur Millimeterbalken bekommen. Ha. Okay. Da vorne ist eine Gazelle für mich. Drei sogar. Okay, Leute. Wir werden jetzt hier ganz schnell die Gazelle umbringen. Zügig. Da hinten die nächste. Vielleicht schaffen wir doch in diesem Video jetzt meine Aufgabe. Und speichere ich das direkt. Hat ihr auf Runterladen gedrückt oder auf Hochladen? Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall bei Bello wird alles immer gespeichert. Ja. Aber egal. Bello ist so stark, dass wir da schon gemeinsam alles finden. Alle Gegner. Und wenn ihr Gegner kriegt, im Multiplayer alleine, also höchstens zu zweit, ihr rennt einfach mal Richtung Elefant und wartet einfach. Oh, ich Glückspilz. Da hinten sind gleich noch mehr Gazellen. Und Bello erledigt die schon. Ich bin schon Level 8, ne? Und Leute, in 8 Minuten, das ist schon krass. Er muss lieber essen, damit er ein bisschen mehr Energie hat. Öffnet er gleich auch eine Kiste. Und er hat Elixier bekommen. Und ich brauche das Elixier sogar, aber ich habe es nicht bekommen. So. Wenn ihr wisst, es hat auch bis 5000 Eicheln schon erhöht. Das finde ich cool. Und wenn es doch nicht stimmt, dann habe ich es noch nie so viel, hatte ich noch nie so viele. Aber die Frage ist, wo jetzt wieder die nächsten Dullis sind. Aber ich sehe halt nur den Elefanten, das ist ein bisschen doof. Und ja. Dann werden gleich in einer Minute wieder eingefriest. Dann haben wir nur noch 2 Minuten Zeit. Und das war's dann wieder mit der Folge. Wir werden, wenn es so langweilig war, das gleiche im zweiten Teil machen. Und dann werden wir den Elefanten umbringen. Mit unserem Level. Ja, Level 200 bei Level 8. Das ist auch mal Rekord, ne? Wir könnten es jetzt mal versuchen, aber ich bin mir nicht sicher. Er hat auch gleich seine Aufgaben fertig. Ich brauche nur dieses Wildhook. Ja, okay, wir gehen kurz mal raus und wir sehen uns, wenn... Oder wir sehen uns jetzt noch, wenn wir... Wir gehen jetzt kurz raus, speichern wieder alles und nicht herunterladen. Und ja, bis gleich, wenn da jetzt eine Werbung kommt. Verlass ich. Okay. Keine Werbung. Gut. Und
So Leute, wir haben den Quest wieder gefunden und weil wir vorhin den Gegner gesehen haben, haben wir so lange geschnitten, bis wir einen einzigen gefunden haben und das war die Zelle, Leute. Ja, das war die Zelle. Leute, wenn ihr mehr Multiplayer wollt, macht ihr genauso viele Likes, damit dann würden wir die auf wieder. Weil ich glaube, das ist schon als Anfang schon gut. Und wenn ihr 20 Likes da lässt, kommt morgen oder sogar heute, wenn wir es knacken. Oder wenn ich sehr viele Likes sehe, sogar heute schon die zweite Staffel. Ja Leute, es ist schon ja Samstag. Die Zeit vergeht sehr, sehr schnell. Nicht weil die Projektwoche ist schnell vergangen und irgendwie auch nicht. Ja. Weil das ist eine Woche, ja, das sind mehr als 68 Stunden dort gewesen. So ungefähr 101 Million Stunden für mich. Und wir müssen zu Wortwix finden. Aber ich habe keine Ahnung, wo man mich findet. Und vielleicht kommt das Video. Gleich beenden wir das Video, meine ich. Ich weiß, vielleicht war dieser Part etwas langweilig. Und wenn nicht, dann lasst ein Like da. Weil, Leute, es war eigentlich nur ein Video halt mit Minecraft. Das Schneiden dauert allzu lange auch noch. Und ja, es wäre einfach geil, wenn ihr mich unterstützt. Unterstützt mit Abonnieren und so. Und wie gesagt, wir werden in der nächsten Folge oder Part den Elefanten besiegen. Und wenn das gleich in 1 Player machen wollt, schreibt einfach, jetzt schreibt sogar in die Kommentare, wie mein Partner heißen soll, in 1 Player. Ansonsten entscheide ich, wenn ihr nicht antwortet. Ja Leute, das war's vom Video. Jetzt sind schon sicher 11 Minuten vergangen. Wir sind wieder hier beim Elefanten. Und haben da hinten ein Hippo gesehen. Aber ich weiß nicht, wo er schaut. Ah, rein. Ich habe die falsche Richtung. Ja, toll. Da hinten. Und ja. Ihr seht, das ist irgendwie sehr komisch, wenn du jetzt alleine bist, dass er bei der Savanne immer einziges kommt. Und das ist schon ein gutes Ende, ne? Level up. Derjenige, der jetzt rein wollte, sorry, wir können nicht. Müssten ablehnen, weil wir jetzt im Video sind. So. So Leute, wir machen offscreen weiter. Danke fürs Zuschauen und ja, ich würde schon gleich sagen, nach dem Worthook, ciao, ne? Weil ich habe irgendwie keinen Bock, jetzt rauszugehen. Ja.